Hallo zusammen. So, es geht weiter im ganzen Mod-Universum hier. Und zwar mit dem Case Maxum 5150. Modgröße haben wir hier 19,4 Megabyte. Der Mod ist gemacht von der Labercast-Simulation, steht hier drin. Version 1.0 steht bei mir auch zumindest drin. Link wieder in der Beschreibung, wenn ihr dann runterladen wollt. Ja, genau. Okay, das ist das gute Stückchen hier. Auch ein tolles Schild da oben. Oldtimer-Kennzeichen, wie es aussieht. Ja, okay. Gucken wir mal, was wir hier denn schönes machen. 132 km/h, klar. 132 PS, 38 km/h. So, Design kann man Standard mit Frontgewichte und Fronthydraulik. Und sonst nichts. Dann haben wir Motorausführung Maxim 5150 mit 132 PS. Dann haben wir das Ding in Black, ne, schön schwarz. Auch keine schlechte Idee, so zu machen. Und dann nehmen wir wieder den 5150, wie ihr das wollt. Aber der Auspuff ändert sich da ein bisschen. Genau. Ein Frontlader, ja, nein. Und das war's auch schon wieder. Okay, nicht weiter schlimm. Ja, ich hätte jetzt allerdings gerne nochmal einen mit Frontlader. Ach, der war ja drin. Okay. Frontattach und so. Okay, dann machen wir den noch in Black hier. Da können wir das ja jetzt riskieren, zwei Mods zu kaufen. Das ist ja gar kein Problem. So, so sehen sie aus. Gut bewährte Technik, würde ich mal behaupten. Von innen sieht so aus. Die Spiegel, mal schauen, ob die funktionieren. Hier ist der rote. Hier ist der schwarze. Okay, jetzt hüpfen wir mal in den roten rein. Gucken wir mal da drin, wie es da drin aussieht. Okay. Hupen. Aha, die Hupe funktioniert schon mal nicht hier. Das muss man dann, sollte man noch fixen, wenn man Lust hat. Sonst habe ich hier jetzt nichts, was ich machen kann, sondern den Motor anlassen. Aber ein zaghafter Motor oder sehe ich das bloß, höre das bloß falsch? Das ist mir jetzt wieder zu laut hier, aber deutlich zu laut. So, jetzt ist besser. Okay, gucken wir mal. Ah, okay, hier haben wir einen Fehler. Man kann sie ankuppeln, aber es ist nichts dran, obwohl kein. Moment mal kurz. Da ist noch ein Fehler drin. Hier ist Frontlader dran, da drüben ist keiner dran. Obwohl es funktioniert trotzdem. Okay, die Kabel werden nicht eingestöpselt hier, das muss man dann auch noch ändern. Sonst funktioniert, ja, da geht er nicht rein in den Traktor, das funktioniert soweit. Nur die Kabel sind halt nicht drin. Okay. Der hat einen Frontlader gehabt. Ich habe eigentlich den mit Frontlader bestellt, oder? Ne. Habe ich mich da jetzt vertan? Habe ich mich da jetzt wirklich tatsächlich vertan hier? Moment kurz. Dann werden wir uns mal kurz einkaufen, weil schlussendlich ist es dann doch ein bisschen arg komisch. Moment mal. Frontlader. Ja, so. Ich hatte doch auch eigentlich einen gekauft gehabt. Ja, jetzt ja da. So, das hat auf jeden Fall ein. So, gucken wir mal. Okay, das scheint zu funktionieren. Der vielleicht auch der große hier, das ist schon. Ja. Aber ihr seht auch hier, jetzt haben wir das Problem.
jetzt geht's wieder. Okay. Aber da scheint hier die Kabel auch nicht reingehen, kann ich mir vorstellen. So. Oh. Okay. Die Kabel sind auch hier nicht dran. Ich denke, ich schätze mal, das ist ja eine frühe Version hier. Wollen wir aber jetzt mal nochmal kurz zum Innenraum gehen. Hier hat es dann noch ein Radio drin und ein paar Knöpfchen da oben. Hier hinten dürfte wahrscheinlich dann die Klimaanlage oder so sitzen. Nämlich sieht es so aus hier. Hier sind ein paar Schalterchen. Füße tun auch noch nicht. Wie gesagt, sonst kann ich hier leider nichts machen. Ich schätze mal, dass es auch eine frühe Version ist, einfach. So, vom Sound her würde ich jetzt sagen, ist echt voll in Ordnung. Er hat vorne ein komisches Display, ich kann es bloß nicht lesen. Wir gucken gleich mal in die Nacht rein. So, fahren tut er gut, keine Frage. So. Guck mal. So. Motor an, passiert gar nichts hier drin. Einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht. Okay, funktioniert hier drin auch nichts, wie auszieht. Ne. Okay, einmal Licht haben wir hier. Und hinten. Zweimal Licht geht da hinten was an. Und dann dreimal Licht geht vorne was an. Okay. Blinker. Blinkt auch ein bisschen schneller, wie es aussieht. Hier auch. Funktioniert hier einwandfrei. Okay, funktioniert hier auch. Die Birne hier oben. Tut auch. Okay. Sollen wir mal schon gucken. Ich sag, vom Fahren her ist es echt schön. Zack, Füße tun halt nicht da unten. Aber wie gesagt, ich vermute eher, dass es eine relativ frühe Version ist. Deshalb halb so schlimm. Uns noch mal kurz noch den da drüben an, beziehungsweise den mit Frontlader, der schwarze praktisch. Die Fronthydraulik, meine ich, hat der. Okay, da funktioniert es jetzt. Wie gesagt, es ist halt komisch, wenn du keinen Frontlader dran hast. Fronthydraulik, jedes Mal das gleiche über. Und er fährt trotzdem der Arm aus. Hm. Gut. Er beschleunigt sehr, sehr schnell, das ist schön. Es gibt noch was, wenn der Motor das liest oder sieht, es gibt noch mit Sicherheit noch was zu tun, aber es steht auch schon ein paar Sachen drin, was und das noch nicht ganz funktioniert. Von dem her. Halb so schlimm. Und dann würde ich sagen, das soll es auch wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ach so, was ich noch vergessen habe, wie immer halt, ne? Okay, also wir haben hier auf jeden Fall Warnings drin. Errors drin. Ne, ihr seht es ja selber. Aber das war, wie gesagt, im Forum auch schon lesbar, dass der Fehler hat. Ich wollte ihn trotzdem angucken. Was ich jetzt auch gemacht habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, bis dann. Ciao.